Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Whispered World. Stimmt nicht, es ist nicht The Whispered World, es ist Robinson Crusoe. Was mir gerade wieder auffällt, ich habe schon wieder The Whispered World gesagt, obwohl ich... Wann war das? Ich glaube am Sonntag oder so habe ich Minecraft aufgenommen. Und da habe ich auch The Whispered World gesagt, weil ich an einem Tag, ich glaube das war... Oh, ich habe keine Ahnung wann es war, ich glaube es war... Nee. Vor einer Woche oder so, ich weiß nicht wann es genau war. Habe ich nämlich sieben Minecraft, nein, schon wieder falsch gesagt, The Whispered World Folgen aufgenommen. Und darum sage ich ja die ganze Zeit The Whispered World, weil ich hier da ja auch immer begrüße und verabschiede. Bei Minecraft und bei The Whispered, bei Robinson Crusoe, da nehme ich ja immer ein Stück auf. Aber jetzt wollen wir hier mal richtig spielen. Das Dorf, ich versuche es heute mal durchzuspielen. Wenn ich dann vielleicht nur vier Folgen oder so habe, dann... spiele ich, dann nehme ich noch ein anderes neues Let's Play auf, aber muss ich mal gucken. Prüfung des Weißen Mannes. Zum Start klicken. Diese Prüfung hat 15 Runden. Mit jeder neuen Runde wird ein neues Objekt irgendwo in dem Raum angezeigt. Errate das Objekt, indem du darauf klickst. Wenn du auf das falsche Objekt klickst, beginnt die Prüfung wieder von vorne. Noch verbleiben 15. Boah, ey. War das nicht letztes Mal? Ah, das war doch das, wo ich letztes Mal total verkackt. Der dumme Dieb, haben wir das nicht letztes Mal schon geschafft? Der dumme Dieb. Ah ne, das war bloß, da haben wir bloß die Federn gesucht. Die Federn, glaube ich. Ja, das waren Federn. Wie immer, die Pfeile bleiben stecken, also bleiben stehen, aber die wollten nicht. Also fangen wir mal an. Brauner Bart. Zählt nicht als brauner Bart. Eine 5. Eine 5. Ich habe mir es vorhin aufgefallen. Ist ja ein Wimmelbildspiel, aber eigentlich gar nicht so ein richtiges, weil wir gar nicht so ein Inventar. Oder ich glaube, früher waren die Wimmelbildspiele gar nicht so. Ein Stück Kohle würde die Konturen, da kann ich zum Forscher bringen. Ja, früher waren die Wimmelbildspiele, glaube ich, noch nie so mit Inventar. Aber jetzt wollen wir mal gescheit loslegen. Er hat sogar einen Strick um den Hals. Was ist da? Kohlstück. Ah. Ah doch, es gibt noch ein Inventar. Aber da ist nicht so ein gescheites Inventar. Hey. Hä? Ach so. Oh, ist es eine Karte? Ja, oder? Das ist die Karte. Eine Karte. Warte, ich zeige euch gleich nochmal schnell was. Ah ne, da brauchen wir noch alles. Ein Stückchen, warte mal, ich gehe mal ins Menü schnell. Ich kann nicht mehr. Die alte Segelkarte. Ich fragte Freitag, ob er mir sagen könne, welche Richtung ich segeln. Das ist irgendwie falsch. Welche Richtung ich segeln müsse. Also in welche Richtung ich segeln müsse, aber da steht ich. Um das Fest dann zu erreichen und anderen Zivilisationen zu finden. Er antwortete, ja, ja, es gibt eine Karte. Die alte Segelkarte. Du baust das Boot und ich suche die Karte. Also spielen wir jetzt gerade Freitag. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ich hoffe mal, wir haben die Karte schon. Ja, haben wir schon. Teil der Karte. Eisenfeder. Die 5. Da ist ein S. Da ist ein Z. Da ist ein B. Hm. Da ist ein Goldzahn. Zapfen. Brauner Bart. Ist hier kein brauner Bart? Nö. Hm. Brauner Bart. Da kommt eine Katze. Hat er auch mitgehen lassen, der dumme Dieb. Eieiei, Gabel. Habe ich doch vorhin gesehen. Da, nein. Gabel. Wo war denn die Gabel? Die Gabel. Da. Hemdknöpfe. 5. 3. 1, 2. Jetzt fehlt bloß noch 1. 1, 1, 1. Ein Hemdknopf. Hm. Wimmel, Wimmel, Wimmel Spaß. Ich glaube, wir bekommen es. Doch, wir bekommen es heute fertig, aber ich nehme, glaube ich, heute noch nicht das neue Let's Play auf. Jetzt ist 19 nach 19 Uhr. 19 nach 7. Stiefel. Hey, Stiefel.
Stiefel. Stiefel doch mal dahin, aber wo ist der Stiefel? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich glaube, normalerweise geht es ein bisschen schneller mit den Wimmelbildspielen. Glaube ich. Stiefel. Und wo ist dieser dumme 5? So, das ist der letzte Kopf. Brauner Bart. Ach so, das ist kein gelber Bart, sondern ein brauner Bart. Also The Simpsons. Also ein Bart. Ein brauner Bart. Was war das jetzt? Ach so. Bargil, Bargil. 5. 5. Das ist ein C. Warum sind ja echt lauter Buchstaben? Ein Faden, ein Faden. Zapfen. Stiefel. Ist doch hier wohl ein Stiefel. Ein Schuh. Kann man Stiefel nehmen. Aber wo ist dann der Stiefel? Ist also unübersichtlich. Soll ja auch ein Wimmelbildspiel sein, ne? Also, brauner Bart. Den suche ich schon seit Jahrzehnten. Ist wahrscheinlich da. Perfekt. Stiefel. Und diese 5, die regt mich auch schon die ganze Zeit auf. Eine 5. 5, 5, 5. Fünf oder ein Stiefel. Fünf Stiefel, Stiefel 5, 5 Stiefel, Stiefel 5. Hä? Eine Würfel 5. Noch. Logisch, darauf habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich habe jetzt auch auf eine 5, so wie ein Z hier eingeritzt ist, oder ein C oder ein S oder ein B, habe ich jetzt an sowas gedacht, dass da einfach eine 5 steht. Naja. So. Szene 3 von 6 abgeschlossen. Das Boot aufrüsten. Oh, das ist ja schon ganz... Will er das bitte alleine schaffen, mit dem Ding zu fahren? Auf dem Weg zur Hexe, der Friedhof. Naja, da müssen wir eh durch, also mache ich das mal. Es ist so unheimlich hier. Viele Geheimnisse sind auf diesem Friedhof verborgen und eines der Kartenstücke ist vermutlich hier versteckt. Suche 16 Unterschiede zwischen beiden Bildern. Noch verbleiben 15, weil wir schon gerade eins gemacht haben. So. Okay, das ging doch jetzt schon mal ein bisschen schneller als das letzte.